Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns einem neuen Thema zuwenden, nämlich der Gestaltung von Webseiten. Wir haben uns schon angeschaut, wie man Webseiten erstellen kann, aber bislang sehen die noch sehr basal aus und wir möchten jetzt unsere Seiten noch mit so etwas wie einem Design, einem Layout versehen. Dafür verwendet man sogenannte Stylesheets, konkret Cascading Stylesheets, kurz CSS genannt. Diese wollen wir uns in diesem und den folgenden Videos zu Gemüte führen. In vorangegangenen Videos hatte ich schon versucht zu motivieren, dass eine Trennung von Struktur auf der einen Seite und Layout auf der anderen Seite häufig sinnvoll ist. Wir hatten uns bereits HTML angesehen, die Hypertext Markup Language, als eine Auszeichnungssprache, mit der wir ein Dokument sauber strukturieren können. Diese logische Struktur steht uns dann auch auf technischer Ebene zur Verfügung, sodass wir sie auswerten und durch automatisierte Prozesse bearbeiten können. So könnten wir zum Beispiel ein Programm schreiben, das alle Überschriften einer Webseite ermittelt und aus diesen automatisch ein Inhaltsverzeichnis der Seite erstellt, das über Verweise verfügt, die direkt zu dem entsprechenden Abschnitt auf der Seite springen. Auch für Suchmaschinen ist das übrigens sehr wichtig, denn diese analysieren die Seiten nach ihrem Inhalt und gewichten dabei verschiedene Elemente einer Seite unterschiedlich. Wenn ein Begriff in einer Überschrift auftaucht, wird es als wahrscheinlicher angesehen, dass die Seite relevant für diesen Begriff ist, als wenn der Begriff nur irgendwo im Text steht. Wie aber erkennen wir Überschriften? Nun, als Menschen schauen wir auf eine Seite und sehen das irgendwie am Layout, denn die Überschriften sind üblicherweise hervorgehoben, zum Beispiel durch eine größere und fette Schriftart. Genauso kann man das ja auch in einer Textverarbeitung wie Word machen. Wir wählen eine Textzeile aus, geben ihr eine bestimmte Schriftgröße und Fette und schon sieht sie aus wie eine Überschrift. Geschickter aber ist es, wenn man Absatzvorlagen verwendet. Auch die gibt es in Textverarbeitungsprogrammen. Dort legen wir dann entsprechend für die Textzeile fest, dass es sich bei ihr um eine Überschrift erster oder zweiter Ordnung handelt. So legen wir primär die Struktur fest und können das Layout unabhängig davon wählen und auch später noch leicht ändern. Wie wir schon gesehen haben, machen wir das in HTML ebenso. In den Frühzeiten von HTML wurde auf eine solche Strukturierung häufig nicht geachtet und es wurden Struktur und Layout miteinander vermischt, indem man beispielsweise für einen Absatz eine bestimmte Schriftgröße festlegte. Mittlerweile ist das in HTML nicht mehr zulässig, auch wenn die meisten Browser dies nach wie vor unterstützen. Wir machen das hier aber wirklich sauber und mit aktuellem HTML und deshalb ist es für uns hier unzulässig. Für alles hier im Rahmen dieser Veranstaltung dürfen wir so etwas einfach nicht, auch wenn es theoretisch noch machbar wäre. Wir nehmen diese Trennung zwischen Struktur und Layout also sehr strikt vor. Damit verbunden sind noch weitere Vorteile. Häufig werden wir im richtigen Leben nicht nur eine einzelne Webseite erstellen, sondern eine ganze Reihe von Seiten, eine ganze Website. Stellen wir uns beispielsweise vor, wir arbeiteten bei einer Online-Redaktion und haben hunderte von Seiten, zu denen sich täglich neue gesellen. Für solche Zwecke verwendet man letztlich geeignete Werkzeuge, sogenannte Content-Management-Systeme, die für die Verwaltung dieser Seiten geeignet sind. Auch diese stützen sich letztlich auf eine Trennung von Inhalt und Layout, stellen aber noch eine Menge anderer hilfreicher Funktionen zur Verfügung. Bei einer solchen Website soll in der Regel ein einheitliches Aussehen erreicht werden, das beispielsweise über einen Style Guide oder ein Corporate Design festgelegt wird. So sollen vermutlich überall die Überschriften in derselben Größe erscheinen und vielleicht auch in einer bestimmten Farbe. Schaut euch einmal den Internetauftritt einer Zeitung, eines Fernsehsenders oder eines Unternehmens an. Dann seht ihr, dass dort ziemlich offensichtlich solche Vorgaben existieren. Die Redakteure und Autoren, die sich um den Inhalt kümmern, sollen sich um das Aussehen nicht nur keine Gedanken machen müssen, sondern im Gegenteil wird die Redaktion bzw. das Unternehmen auch gar nicht wollen, dass sie aus dem vorgegebenen Design ausbrechen können und Seiten produzieren, die den Vorgaben nicht entsprechen. Natürlich ändern sich die Vorstellungen auch von Zeit zu Zeit. Wenn man sich dann irgendwann überlegt, dass das Aussehen unserer Webseite überarbeitet werden soll, weil man beispielsweise das Design als altmodisch empfindet oder es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht mehr gefällt, sind Anpassungen sehr einfach möglich, ohne dass man die Inhalte verändern muss. Es müssen nur die Stilangaben, mit denen das Layout festgelegt wird, verändert werden. Und diese Angaben sind, wie wir noch sehen werden, in der Regel nicht in den einzelnen Webseiten enthalten, sondern können separat verwaltet werden. So können wir dann für eine Webseite einfach festlegen, welches Layout sie erhalten soll. Wenn alle unsere Webseiten dabei auf die gleichen Stilangaben zurückgreifen, haben wir damit auch immer ein einheitliches Layout für alle unsere Webseiten. Ich habe hier rechts einmal eine kleine Webseite, die einfach nur eine Überschrift enthält, die besten Science-Fiction-Filme und darunter eine Tabelle. Diese Tabelle enthält selber wiederum eine Tabellenüberschrift, die 5 besten Science-Fiction-Filme laut Popular Mechanics und darunter dann den eigentlichen Inhalt der Tabelle in 4 Spalten. Zunächst kommt eine Kopfzeile, die hier 3 beschriftete Zellen enthält, Titel, Regisseur, Erscheinungsjahr. Die letzte Spalte enthält hier keine bzw. eine leere Kopfzelle. Darunter stehen dann in je einer Zeile die 5 besten Science-Fiction-Filme nach Ansicht dieser Zeitschrift mit den entsprechenden Angaben zu Titel, Regisseur und Erscheinungsjahr sowie in der letzten Spalte einem Verweis zu dem Inhalt, das ist jeweils ein Link auf die Wikipedia-Seite zu diesem Film.
Das also wäre eine einfache Tabelle, wie wir sie in dieser Art in einem der letzten Videos schon kennengelernt haben. Wir konnten sie auf diese Weise mit HTML erstellen, indem wir die geeigneten HTML-Elemente mit ihren Tags in unser HTML-Dokument geschrieben haben. Wer hier unsicher ist, wie das ging, sollte einmal in das entsprechende Video schauen und versuchen, diese Tabelle nachzubauen. Schön ist das natürlich nicht. Diese Tabelle hat kein Design bekommen, sondern erhält das Standardaussehen, das der Browser bzw. dessen Entwickler für diese Elemente vorgesehen hat. Ich hatte schon erwähnt, dass der Browser alle HTML-Elemente mit einem Standard-Layout versieht, das nicht unbedingt schön ist. Wenn wir das gestalten wollen, kommen nun genau die Cascading Style Sheets zum Einsatz, die der Schwerpunkt dieses und der folgenden Videos sein sollen. Mit deren Hilfe können wir dafür sorgen, dass die Tabelle so aussieht, wie wir das wollen. Zum Beispiel so, wie es rechts auf der Folie zu sehen ist. Wir sehen, dass die Überschrift immer noch da ist und sich der Inhalt der Tabelle nicht geändert hat. Hier sehen wir genau diesen Unterschied zwischen Struktur und Layout. Den Inhalt haben wir unverändert gelassen, aber das Design, das Layout hat sich komplett geändert. Die Überschrift am Anfang dieser Seite ist in einer anderen Schriftart gesetzt, einer sogenannten serifenlosen Schrift, die nicht diese kleinen Häkchen und Füßchen oben und unten an den einzelnen Buchstaben hat, wie das auf der letzten Folie zu sehen war. Wir haben außerdem die Schriftgröße der Überschrift verkleinert. Wir haben dafür gesorgt, dass der Text dort vollständig in Großbuchstaben, sogenannten Versalien, geschrieben wird. Wir haben nun eine andere Farbe für die Überschrift verwendet. Schauen wir weiter in die Tabelle. Dort verwenden wir ebenfalls sowohl in der Tabellenüberschrift wie auch in den Tabellenzellen dieselbe serifenlose Schrift. Die Kopfzellen haben wir mit einer Hintergrundfarbe versehen. Der Text ist jetzt weiß auf dunkelblauem Hintergrund. Die Ausrichtung ist verändert. Statt zentriert, wie das eben noch war, sind die Texte in der Kopfzeile nun linksbündig in den einzelnen Zellen gesetzt. Bei den einzelnen Filmen ist das Erscheinungsjahr nun rechtsbündig gesetzt. Und die Verweise zu den Inhaltsbeschreibungen sind nicht mehr blau und nicht mehr unterstrichen. Schließlich sind die einzelnen Zeilen in unserer Tabelle durch feine blaue Linien voneinander abgesetzt. Wir haben die Tabelle nun also mit einem von uns selber angegebenen Layout versehen. Und das ist genau das, was wir mit diesen Cascading Style Sheets, kurz CSS, hinbekommen können. Wie das im Detail geht, werden wir im Verlauf dieses und der nächsten Videos lernen. Ähnlich wie bei HTML wollen wir uns in diesem Video erst einmal die Grundlagen angucken und anschließend weiterschauen, wie wir ein Layout vernünftig gestalten können. Wir machen das zunächst an einem relativ einfachen Beispiel. Dieses HTML-Dokument hatte ich schon kürzlich in dem ersten Video zu HTML gezeigt. Wir haben hier den Quelltext eines ziemlich simplen Dokuments, das nur die elementarsten Angaben enthält. Den Doctype natürlich, die große HTML-Klammer außen herum, den Head, den Body, alles das kennen wir mittlerweile schon. Ebenso wie den Artikel, die Section und die einzelnen Teile darin. Das alles wollen wir uns gar nicht nochmal genauer angucken. Wer sich daran nicht mehr erinnert, sollte einfach noch einmal zu den Videos zu HTML zurückgehen, insbesondere dem ersten. Ich habe das hier zweispaltig gesetzt, da es sonst nicht auf diese Folie passen würde. Zu lesen ist das natürlich entsprechend so, dass die rechte Spalte unterhalb des Textes der linken Spalte in unserer Datei steht. Die entsprechende Datei findet ihr wie immer in den Vorlesungsunterlagen. Wenn wir uns dieses Dokument im Browser angucken, dann sieht das so aus, also irgendwie nicht fürchterlich spannend. Das wird auch gleich nicht fürchterlich spannend sein, dafür gibt das Dokument nicht genug her. Aber wir werden es im Aussehen einmal gründlich verändern. Hier sehen wir also das Standard-Layout, das der Browser den einzelnen Elementen verpasst. Man kann die Struktur schon ganz gut erkennen. Dafür sorgt das Standard-Layout. Wir sehen, dass HTML eine Überschrift erster Kategorie ist und ein Beispiel eine Überschrift zweiter Kategorie, wobei man gar nicht so recht auseinanderhalten kann, dass diese unterschiedlicher Kategorie sind, da die Schriftgrößen doch sehr ähnlich sind. Da möchte man dann vielleicht doch noch ein bisschen was am Layout drehen, aber das soll uns im Moment noch nicht kümmern. So sieht das Dokument zunächst dann eben aus. Mithilfe von Cascading Style Sheet können wir das Aussehen dahingehend verwandeln, dass es zum Beispiel so aussieht. Schauen wir einmal genau hin, was sich alles geändert hat. Als erstes sehen wir, dass die Hintergrundfarbe, also die Farbe des gesamten Dokuments, jetzt ein helles Grau geworden ist. Vorher war sie weiß. Vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar, die Schriftgröße wurde in dem gesamten Dokument angepasst. Wenn man das mit der Folie eben vergleicht, dann sieht man, dass da durchaus ein Unterschied besteht. Außerdem haben wir die Schriftart geändert. Schriftfamilie heißt das in CSS. Darauf kommen wir später noch genauer zu sprechen und verwenden hier auch eine serifenlose Schrift, ähnlich wie eben in der Tabelle. Wir sehen außerdem, dass die Zeilenabstände ein Stück größer geworden sind. Insbesondere im letzten Absatz kleben die Zeilen nicht mehr so eng aneinander wie zuvor, sondern es ist ein bisschen mehr Luft zwischen den einzelnen Zeilen, was manche Sachen besser lesbar macht. Wir sehen dann außerdem noch, dass die Breite der Seite beschränkt wurde. Obwohl der Browser nach rechts noch viel breiter ist und Platz bietet, ich habe hier sogar nur einen Ausschnitt des Browserfensters genommen, findet der Umbruch in der letzten Zeile schon nach dem Wort Mann statt, auch wenn das Wort beispielsweise locker noch dahinter passen würde. Und wenn ich, wie gesagt, das ganze Fenster aufgenommen hätte, würde man sehen, dass sogar der gesamte Text dieses Absatzes in eine Zeile passt. Hier wird aber der Umbruch schon früher gemacht. Wir haben also die Breite dieses Dokuments, des Rumpfs unseres Dokuments, beschränkt. Es gibt immer verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Ich werde hier immer nur eine Variante zeigen, aber meistens führen viele verschiedene Wege zum selben Ziel.
Schauen wir uns an, was sonst noch passiert ist. Der Verweis im letzten Absatz hat eine andere Farbe bekommen. Er ist jetzt auf einmal in diesem rötlichen Ton und außerdem in Fett geschrieben. Das war vorher nicht so. Gucken wir uns ganz oben die Überschrift an. In der allerersten ist das Wort HTML jetzt grau und nicht mehr schwarz geschrieben und es hat eine andere Schriftgröße bekommen. Es ist nicht mehr so groß, wie es vorher war. Es ist außerdem kursiv gesetzt worden. Dann sehen wir noch, dass der erste Absatz in dieser Section nach der Überschrift ein Beispiel fett geworden ist. Wie man das alles hinbekommt, werden wir uns jetzt einmal ganz kurz angucken. Anschließend werden wir dann tiefer in dieses Thema hineintauchen und uns im Detail angucken, welche Gestaltungsmöglichkeiten wir haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir dafür sorgen, dass das HTML-Dokument dieses Aussehen bekommt. Nun, hiermit. Das ist die Notation, die wir hier verwenden müssen. Es handelt sich hier um ein sogenanntes Stylesheet. Dieses enthält Angaben darüber, wie ein HTML-Dokument, eine Webseite, aussehen soll. Dafür müssen wir der HTML-Seite noch mitteilen, dass sie dieses Stylesheet verwenden soll. Aber dazu kommen wir später. Schauen wir erst einmal ganz grob nur auf dieses Stylesheet, das ich hier wieder zweispaltig auf diese Folie gesetzt habe. Wie bei der HTML-Datei eben steht in der richtigen Stylesheet-Datei, die ihr auch wieder in den Vorlesungsmaterialien findet, der Text der rechten Spalte unterhalb des Textes der linken Spalte. Als allererstes sehen wir eine Reihe von Blöcken. Diese sind immer durch Leerzeilen voneinander getrennt. Das muss man nicht machen, sollte man sich aber für die Übersichtlichkeit angewöhnen, wie auch die Einrückungen. Durch diese beiden Maßnahmen, Leerzeilen und Einrückungen, kann man die Blöcke auf einen Blick erkennen. Jeder Block beginnt in der Regel mit dem Namen eines HTML-Tags. Das letzte mit dem Section P gucken wir uns später an, das lassen wir gerade mal außen vor. Der erste Block beginnt also mit dem HTML-Tag Body, der zweite mit dem Tag A, der dritte mit dem Tag H1 und den vierten ignorieren wir für den Augenblick einmal. Anders als in HTML stehen die Tags hier nicht in spitzen Klammern und man nennt sie hier auch nicht Tags, sondern Selektoren. Hinter jedem Selektor steht in derselben Zeile eine öffnende, geschweifte Klammer. Auch das ist wieder nur Konvention, wir könnten sie auch in die nächste Zeile schreiben, aber ich möchte euch vorschlagen, das bei euren eigenen Stylesheets ebenso zu machen wie ich hier. Dann folgen einige Zeilen, die wir uns gleich genauer ansehen werden, und dann eine schließende, geschweifte Klammer. Die geschweiften Klammern bilden einen Block. Der Selektor davor besagt, dass sich dieser Block und damit alle Angaben darin auf diesen Selektor, in diesem Fall also das korrespondierende HTML-Tag, beziehen. Die Angaben, die hier hinter Body stehen, also in dem hinter diesem Selektor stehenden Block innerhalb der geschweiften Klammern, beziehen sich alle auf den Body des Dokuments, also auf das komplette Dokument, genauer gesagt auf alles, was innerhalb der Body-Tags im HTML-Dokument eingeschlossen ist. Entsprechend beziehen sich alle Angaben zwischen den geschweiften Klammern hinter dem A auf unsere A-Tags im HTML-Dokument, also auf alle Verweise, die Anker dort. Und alles, was hinter dem Selektor H1 steht, bezieht sich auf die Überschriften erster Kategorie. Nun schauen wir als nächstes in die einzelnen Blöcke hinein. Dort werden konkrete Angaben zum Aussehen unseres HTML-Dokuments, genauer gesagt zum Aussehen der durch den Selektor bezeichneten HTML-Elemente, gemacht. Jede Angabe steht hier in einer einzelnen Zeile, auch hier muss man das wieder nicht so machen, aber ich möchte euch dringend raten, auch hier wieder meinem Beispiel zu folgen, um das Stylesheet übersichtlich zu halten. Eine einzelne Angabe ist immer ein Attribut. Attribute hatten wir schon bei HTML gesehen. Dort sahen sie etwas anders aus und dienten einem ganz anderen Zweck. Aber das Prinzip, dass wir hier spezifische Angaben für ein bestimmtes Element machen können, ist hier ganz ähnlich. In der kommenden Woche werden wir auf diese Gemeinsamkeiten noch zu sprechen kommen. Nur so viel als Andeutung. Sowohl bei HTML als auch bei CSS handelt es sich um formale Sprachen. Jedes Attribut hat wiederum einen genau festgelegten Aufbau. Es beginnt immer mit einem Attributnamen. Das erste Attribut, das wir hier innerhalb des Blocks für den Body sehen, trägt den Namen Background Color. Dann folgt ein Doppelpunkt und dann der Attribut Wert. In diesem Fall die Zeichenfolge Hashtag F0F0F0. Abgeschlossen wird jedes Attribut mit einem Semikolon. Welche Attribute es gibt, also welche Namen sie tragen und welche Werte sie besitzen können, muss man wissen, allerdings nicht auswendig, dafür gibt es viel zu viele von ihnen. Wir werden hier nur eine kleine Teilmenge der Möglichkeiten kennenlernen, in einem der folgenden Videos werde ich die für uns wichtigsten einmal vorstellen. Bis zum Ende des Semesters werdet ihr damit so vertraut sein, dass euch die wichtigsten dieser Attribute ganz geläufig sind. Für alles Weitere gibt es Nachschlagewerke, die wir in den Vorlesungsmaterialien auch für euch verlinkt haben. Ähnlich wie bei HTML werden wir hier also wieder nur einen Einstieg mit den grundlegenden Dingen kennenlernen. Von da aus könnt ihr euch alles Weitere, was ihr irgendwann in der Zukunft einmal braucht, selber erarbeiten. Um eine Idee zu bekommen, wofür nun das Attribut mit dem Namen Background Color steht, muss man wohl kein Genie sein, sondern lediglich Grundkenntnisse der englischen Sprache besitzen. Hier wird offenbar die Hintergrundfarbe festgelegt. Diese Schreibweise begegnet uns bei CSS immer wieder. Der erste Teil des Namens, hier Background, bezeichnet etwas, das mehrere Eigenschaften besitzen kann. Der zweite Teil des Namens bezeichnet dann eine konkrete Eigenschaft, hier die Farbe. Und diese beiden Bestandteile des Attributnamens werden mit einem Bindestrich verbunden. Wir legen hiermit also fest, welche Farbe der Hintergrund bekommen soll.
Der Hintergrund von was? Nun, natürlich das Body, denn darauf bezieht sich ja dieser gesamte Block von Attributen. Welche Farbe soll der Hintergrund bekommen? Das legt der Attribut Wert fest. Nun müssen wir wissen, wie man Farbwerte festlegen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von vordefinierten Farbnamen, wie beispielsweise Black, White, Blue, Red. Aber die volle Flexibilität, beliebige Farben festzulegen, haben wir, wenn wir den Farbwert als Zahl angeben. Und das geht am einfachsten über eine Hexadezimalzahl. Richtigerweise muss ich sagen, über drei Hexadezimalzahlen. Wir können nämlich Farbwerte festlegen, indem wir für die drei Komponenten, aus denen traditionell Bildpunkte bei Monitoren aufgebaut sind, RGB für Rot, Grün und Blau, die Helligkeiten festlegen. Vergeben wir für Rot den Wert 0, so ist der Rotanteil der entsprechenden Farbe nicht vorhanden, also dunkel. Entsprechend gilt das für Grün und Blau. Ist also für alle drei Farbkomponenten der Wert 0 angegeben, leuchtet gar nichts, das ist die Farbe Schwarz. Ist für alle der höchstmögliche Wert angegeben, und das ist 255, denn jede der Farbkomponenten wird im Web mit einem Byte angegeben, leuchten alle Bestandteile in voller Kraft und wir erhalten Weiß. Das ist die additive Farbmischung, mit der wir es hier zu tun haben. Jede einzelne Komponente wird als Byte angegeben, kann also mit Hilfe von zwei Hexadezimalziffern geschrieben werden. 00 für dunkel, FF für maximale Helligkeit, alles dazwischen für Zwischenwerte. Der gesamte Farbwert wird dann so angegeben, dass man zunächst über das Hashtag kennzeichnet, dass nun ein hexadezimaler Wert kommen soll. Darauf folgen dann in dieser Reihenfolge die Farbwerte für Rot, Grün und Blau. Hier ist für den Farbwert für den Hintergrund F0, F0, F0 angegeben. Wenn alle drei Komponenten denselben Wert tragen, hier F0, haben wir es mit einem Grauwert zu tun. F0 ist eher im oberen Zahlenbereich anzusiedeln, Dezimal 240, sodass es sich hier also um ein helles Grau handelt. Und wenn wir uns das HTML-Dokument von eben noch einmal ansehen, haben wir dort ja auch genau das. Ein Tool, mit dem man sich Farbwerte leicht zusammenbasteln kann, ist in den Vorlesungsmaterialien verlinkt. Das nächste Attribut, das hier festgelegt wird, ist eines für die Schrift. Font ist der englische Begriff dafür. Und zwar die Größe der Schrift, Font Size. Den Wert dazu kann man beispielsweise in Pixel, also Bildpunkten, angeben. Dann folgt ein weiteres Attribut für die Schrift, nämlich die Schrift Art, Font Family. Welche Werte es hier gibt, ist nicht ganz so einfach. Und so wie ich das hier mache, ist das auch nicht geschickt, aber dazu in einem zukünftigen Video mehr. Dann wird noch etwas für die Zeilen festgelegt, nämlich deren Höhe, Line Height, ebenfalls angegeben in Pixel. Und schließlich wird die Breite des Body auf 500 Pixel gesetzt, was wir auf der letzten Folie gesehen haben, dazu führt, dass das Dokument nicht die volle Breite des Browserfensters einnimmt. Schauen wir dann in den nächsten Block, in dem die Attribute für die Anker festgelegt werden. Diese sollen eine Farbe erhalten, nicht der Hintergrund, sondern der Text, was wir wieder über einen Farbwert erreichen. Rot 9,1, Grün 2,4, Blau 2,9, jeweils als hexadezimale Werte. Es ist etwas schwer, sich für die entsprechende Farbe vorzustellen, wie das aussieht, aber man kann das ja ganz einfach ausprobieren oder das eben schon erwähnte Tool benutzen. Für die Schrift des Ankers setzen wir noch fest, dass deren Gewicht, Font Weight, Fett, Englisch Bold, sein soll. Und so sah das in dem HTML-Dokument eben ja auch aus. Im nächsten Block erhalten die Überschriften erster Ordnung ebenfalls eine Farbe, einen dunklen Grauwert, eine Schriftgröße in Pixel sowie einen Schriftstil, nämlich Kursiv auf Englisch Italic. Würden wir für die Größe der Überschrift keinen Wert festlegen, wäre die Überschrift auch größer als der Text, in dem der Rest der Seite gesetzt ist, nämlich in der Standardgröße, die der Browser für diese Überschriften vorsieht. Insgesamt sehen wir hier jetzt also viele Attribute, die in den Blöcken vergeben werden. Jedes einzelne dieser Attribute besteht aus einem Attributnamen, einem Doppelpunkt, einem Leerzeichen, einem Attributwert und einem Semikolon, und jedes Attribut steht für sich in einer Zeile. Jetzt müssen wir aber noch dafür sorgen, dass das Dokument, das wir gerade gesehen haben, auch tatsächlich dieses Aussehen bekommt. Denn wir haben ja vorhin den HTML-Quelltext auf der Folie gesehen und wir haben hier jetzt das Stylesheet auf dieser Folie. Aber wie finden die beiden zueinander? Das möchte ich jetzt im nächsten Abschnitt zeigen. Dazu habe ich mir wieder einen Ordner vorbereitet, und zwar ist das jetzt der Ordner Dokumente mit Stil, CSS, den ich hier liegen habe. Wir hatten uns beim letzten Mal dieses Beispieldokument angeguckt. Da sehen wir noch einmal das, was wir gerade schon auf der Folie gesehen haben. Dieses Dokument lade ich jetzt in meinen Editor hinein. In dieses Dokument wollen wir nun unsere Stilangaben hineinpacken. Wie machen wir das? Nun, wir gehen dazu in den Kopf des Dokuments. Und das ist wichtig, nicht in den Rumpf oder sowas, sondern in den Kopf unseres Dokuments. Wir lernen jetzt als erstes ein neues HTML-Element kennen und dieses Element heißt Style. Das müssen wir natürlich wie üblich in spitze Klammern schreiben. Dazu gehört natürlich auch ein schließendes Style-Tag und in dieses Tag hinein schreiben wir nun als Inhalt genau das, was wir gerade auf der Folie gesehen haben. Ich kopiere mir gerade einmal den Inhalt von der Folie und füge ihn hier ein. Jetzt haben wir hier also genau die Angaben. Hier für den Body, hier für A, hier für H1
Und hier für das Section P, das wir immer noch nicht erklärt haben, wozu wir aber gleich noch kommen werden. Nun speichere ich das Dokument einmal und lade es im Browser. Dann stellen wir fest, dass sich das Aussehen genau in der gerade beschriebenen Art und Weise verändert hat. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns diesem letzten Ding hier zuwenden, diesem Section P. Was wäre denn, wenn wir hier einfach P stehen hätten? Dann würden alle unsere Absätze in fetter Schrift erscheinen. Ich speichere das einmal, lade das im Browser neu und wir sehen, dass jetzt alle unsere Absätze in Fett gesetzt sind. Das möchten wir aber gar nicht. Wir möchten, dass nur ein bestimmter Absatz fett gesetzt wird. Wir wollen hier dafür sorgen, dass nur dieser eine Absatz hier in fetter Schrift erscheint. Dieser Absatz befindet sich innerhalb einer Section und dort innerhalb eines P-Elements. Warum ich diese Section beim letzten Mal eingeführt habe, ist vielleicht gar nicht so klar geworden, weil es erst einmal gar nicht sehr motiviert erschien, was ich da eigentlich tue. Es sah so aus, als ob ich nur ein bisschen mit diesen Umgebungen herumspielen würde. Hier sehen wir, es war vielleicht doch ein bisschen Sinn hinter dem, was ich da gemacht habe. Ich mache doch nicht immer nur unsinnige Sachen. Oft schon, aber nicht nur. Wir können nun diesen einen Absatz hier gezielt ansprechen, eben als einen Absatz, der innerhalb einer Section ist. Oder andersherum gesagt, wir wollen in unseren Sections alle Absätze mit diesem Aussehen versehen, aber eben nur diese. Und das ist genau das, was wir eben hier mit dem Section P erreichen. So wird dann eben nur dieser eine Absatz fett. Was wir hier vor den Klammern stehen haben, hatte ich eben schon gesagt, nennt man einen Selektor. Mit diesem Selektor werden also alle Überschriften vom Typ H1 angesprochen. Mit dem Selektor A werden alle Anker in unserem Dokument angesprochen. Und mit diesem Selektor werden jetzt nicht etwa alle Sections angesprochen und auch nicht alle Absätze angesprochen, sondern alle Absätze, die sich innerhalb einer Section befinden. Das macht man mit dem Leerzeichen zwischen den einzelnen Bestandteilen. Wenn wir hier ein Komma dazwischen setzen würden, hätte das schon wieder eine ganz andere Bedeutung. Wir hätten einen ganz anderen Selektor verwendet. Auf diese Weise würden wir alle Sections und alle P-Elemente auswählen. Es kommt also wirklich auf jedes einzelne Zeichen an, das wir hier verwenden. Welche Arten von Selektoren es gibt, werden wir uns auch später noch angucken. Das möchte ich an dieser Stelle im Augenblick nicht vertiefen. Wir laden das Dokument nach diesen Änderungen noch einmal neu und auch im Browser noch einmal. Und sehen jetzt wieder, wie unser Dokument aussieht, wenn wir dieses Stylesheet anwenden. Das funktioniert soweit, aber jetzt stellen wir uns einmal vor, wir hätten nicht nur diese eine Webseite, sondern wir wären zum Beispiel eine Online-Redaktion, die ganz viele Webseiten zu verwalten hat. Dann müssten wir jedes Mal diesen ganzen Plumperquatsch, den wir hier oben innerhalb der Stylesheets geschrieben haben, in jedes Dokument hineinschreiben. Und wenn wir uns dann irgendwann einmal überlegen, ach, diese Farbe für die Links gefällt uns nicht, wir hätten das lieber, würden das lieber durch ein blasses Grün ersetzen, dann müssen wir jedes einzelne Dokument anfassen. Das wäre blöde, das wollen wir nicht. Deshalb gibt es erfreulicherweise einen anderen Weg, wie wir das machen können. Und den möchte ich jetzt zeigen. Wir gehen nämlich jetzt kurzerhand her und erstellen eine neue Datei. Mit Steuerung N oder Control N kann man das machen. Und wir geben ihr gleich einmal einen Namen und nennen sie stil.css. Und speichern Sie in dem Ordner, in dem wir auch unsere Datei schon liegen haben. Auch da gilt das Ähnliche wie bei Bildern. Wir könnten die auch woanders hinlegen, wollen wir aber im Moment nicht. Jetzt nehmen wir kurzerhand einmal den Inhalt unseres Style-Tags, nur den Inhalt, ohne die Tags selber, und schneiden sie hier aus diesem Dokument, aus dem HTML-Dokument, und fügen die hier in unser Stil.css, in unsere neue Datei ein. Mit STRG X können wir das ausschneiden, mit STRG V können wir das hier einfügen, beziehungsweise Command X und Command V beim Mac. Wir sehen jetzt, dass hier drin keinerlei HTML steht, keine Tags. Also natürlich sind hier die Selektoren für die Tags drin, Body, A, H1 und so weiter. Aber wir sehen sonst keine HTML-Tags, nicht die in den spitzen Klammern, auch nicht den ganzen Rest, der ein HTML-Dokument ausmacht, wie das DocType-HTML am Anfang, eine HTML-Klammer außen um alles herum. Alles das gibt es hier nicht. Es ist purer Stil, den wir hier haben, pure Style. Etwas anders haben wir hier nicht in diesen Dateien. Das hier ist jetzt ein Cascading Style Sheet. Ein solches Cascading Style Sheet speichern wir immer mit der Dateiendung CSS, beispielsweise unter dem Namen stil.css. Wir legen es sinnvollerweise auch in einen geeigneten Ordner. Ich nehme hier einfach den, in dem unsere HTML-Datei auch schon liegt. Und da sehen wir also jetzt die Datei stil.css hier unten. So, unser Beispieldokument hier drüben hat jetzt ja keinen Stil mehr. Den haben wir ja gerade entfernt. Also müssen wir dem Dokument hier noch mitteilen, dass es dieses Stylesheet verwenden soll. Das machen wir, indem wir das gerade mühselig erstellte Style-Element wieder entfernen und stattdessen etwas Neues einfügen.
Wir lernen nun noch ein neues HTML-Element kennen. Lauter neues HTML, was wir heute machen, das obwohl wir eigentlich Stylesheets machen wollen. Ein Element nämlich namens Link, das ähnlich wie wir das von Ankern kennen, ein href-Attribut erhält, dem wir einen Wert mitgeben müssen. Als Wert für dieses Attribut geben wir den Dateinamen unseres Stylesheets an, also stil.css. Wenn das Stylesheet nicht im selben Ordner läge, müssten wir natürlich entsprechend, wie wir das bei Bildern auch schon gesehen haben, den Pfad dorthin angeben. Das alleine reicht aber noch nicht. Wir müssen nämlich noch sagen, um was für eine Art von Verknüpfung zwischen unserem HTML-Dokument hier und unserem Stylesheet es sich handelt. Was wir da machen müssen, ist ein kleines bisschen unübersichtlich. Wir brauchen zwei weitere Attribute namens rel und type. Rel gibt die Relation an. Als Wert für dieses Attribut geben wir Stylesheet an. Und dann müssen wir noch den Typ des Stylesheets angeben und der heißt Text-CSS. Das schreiben wir also dort zwischen die jeweiligen Anführungszeichen. Der Editor, wenn wir einen vernünftigen verwenden, unterstützt uns wieder ein kleines bisschen dabei, aber natürlich kann sich auch das wieder kein Schwein merken. Daher nehmen wir diese Zeile hier gleich sinnvollerweise in unsere Vorlage auf, denn in Zukunft werden wir meist HTML-Dokumente mit Stylesheets erstellen wollen und wenn nicht, ist die Zeile schneller gelöscht als geschrieben. Wir nehmen also diese Zeile einmal her, Steuerung C, kopieren sie und öffnen unsere Vorlagedatei, fügen diese Zeile auch hier ein. Und wo immer wir in Zukunft mit unserer Vorlage arbeiten, verwenden wir also dann auch immer gleich ein Stylesheet, wenn wir es nicht herauslöschen. Hier habe ich das jetzt Stil.css benannt. Das können wir bei Bedarf natürlich auch umbenennen, denn wie bei allen Dateinamen ist auch der Name des Stylesheets willkürlich. Unsere Vorlage wird nun also ebenfalls dieses Stylesheet verwenden und diese Datei muss natürlich irgendwo auffindbar sein, so ähnlich wie das schon bei Bildern der Fall war. Wenn wir einen Bildnamen angeben und das Bild gibt es nicht, dann haben wir nichts gewonnen, dann wird das Bild nicht angezeigt und genauso gilt das auch für Stylesheets. Zurück zu unserem Beispieldokument. Jetzt haben wir das hier eingebunden und jetzt laden wir die Datei hier drüben noch einmal neu. Und wir sehen, dass das Stylesheet immer noch da ist. Und das liegt eben daran, dass wir diese Zeile hier drin haben, die unserem Dokument sagt, dass dieses Stylesheet verwendet werden soll. Dass die Zeile tatsächlich etwas bewirkt, zeige ich jetzt einmal dadurch, dass ich hier sie einmal rauslösche, das Dokument neu speichere, im Browser neu lade. Und dann sehen wir, dass das Dokument wieder wie vorher aussieht, nämlich ohne Stil. Jetzt fügen wir die Zeile wieder ein. Speichern das Ganze, laden es im Browser neu und da haben wir das gewünschte Aussehen wieder. Now you see them, now you don't, beziehungsweise genau umgekehrt. Diese eine Zeile müssen wir also jetzt nur in alle unsere Dokumente einbauen, die ein bestimmtes Aussehen erhalten sollen. Dann können wir unser Stildokument passend machen, also hübsch machen sozusagen und so auch unsere Online-Redaktion mit hunderten von Seiten ganz problemlos gestalten und jederzeit im Design einheitlich halten, auch wenn wir irgendetwas am Aussehen, am Corporate Design modifizieren wollen. Damit haben wir jetzt gesehen, wie man also grundsätzlich Stylesheets erzeugen kann. Das heißt, wir wissen jetzt, was Stilangaben überhaupt sind, wie wir einzelne Elemente in unseren HTML-Dokumenten selektieren können, um ihnen einen bestimmten Stil zu verpassen. Wir haben erste Attribute kennengelernt, damit werden wir uns noch ausführlicher beschäftigen. Und wir haben gesehen, wie man HTML-Dokumente und ein Stylesheet miteinander verknüpft. Die eine Möglichkeit, das direkt in das Dokument einzubauen, ist manchmal sinnvoll. Meistens ist das aber nicht der ideale Weg. Meistens ist es sinnvoll, und das ist der Weg, den wir üblicherweise auch hier im Rahmen dieser Vorlesung und der Videos gehen werden, unsere Stilangaben überwiegend oder sogar ausschließlich in separaten CSS-Dateien abzulegen und diese CSS-Dateien, wie gerade gezeigt, über dieses Link-Attribut einzubinden. Das soll es für den ersten Einstieg in das Thema Stylesheets gewesen sein. Die Grundlagen von Stylesheets haben wir nun kennengelernt und im nächsten Video wird es dann damit weitergehen, dass wir uns mit einigen Feinheiten dieser Technik beschäftigen. Auch das wieder nur bis zu einem bestimmten Niveau. Tschüss, bis zum nächsten Video.